Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Es ist Donnerstagabend und damit ist Zeit für die Umfrage der Woche, Zeit für die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft und ihren Präsidenten, den Werner Beutelmeier vom Market-Institut. Zeit, uns einmal die Daten dieser Woche anzuschauen. Eine brandneue Umfrage mit brandneuen Daten. Man sollte ja als politischer Laie wie ich, wenn ich das einmal so sagen darf, annehmen, dass wir in dieser Woche ein klares Plus für die SPÖ bekommen werden, dass die ÖVP noch weiter sinken könnte und dass die FPÖ in lichte Höhen steigt. Aber erstens kommt es anders, zweitens, als der Laie denkt. Wir werden also sehr überraschende Daten heute aus der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage bekommen. Und deshalb bin ich besonders froh, dass der Professor Beutelmeier wieder live aus Linz zugeschaltet ist, weil der wird uns das heute erklären und da wird damit auch manche Frage von Zusehern erklären, die fragen, wie gibt es das, warum wird das so hochgerechnet und nicht anders, warum sind die Daten so und nicht so, wie ich es in meiner Küche mir eigentlich ausgerechnet habe. So, damit steigen wir gleich. Ja, lieber Herr Professor, schönen Abend. Es geht zweifelsohne um die politische Großwetterlage heute und da werden wir einiges zu diskutieren haben, das möglicherweise überraschend wirkt, aber das sich durchaus erklären lässt. Und das Zweite, was wir uns heute anschauen, das stationäre Tief im Stimmungsbereich, da schauen die Werte nicht gut aus und auch das ist ein bisschen vernetzt zu denken hin zur Politik, denn schlechte Stimmung macht auch eine schlechte Beurteilung der Politik aus. Aber hinein in die aktuelle Sonntagsfrage, würde ich sagen. Ja, und zu der Sonntagsfrage müssen wir dazu sagen, das sind 2000 Interviews, das sind so viele, wie sonst kein anderes Institut erhebt und das besteht aus 2x1000 Interviews über 2 Wochen geglättet. In der ersten Woche, die war noch vor der Salzburg-Wahl, 1000 Interviews aus dieser Woche und in der aktuellen Woche nach der Salzburg-Wahl von Montag früh bis jetzt wenige Minuten vor Sendebeginn die aktuellen Daten der laufenden Woche, die wir Ihnen dann auch als Rohdaten zeigen, sodass Sie den aktuellen Trend der Woche sehen können. Zunächst aber die Hochrechnung, die Lazarsfeld-Gesellschaft aufgrund der Daten von 2 Wochen, deshalb steht dort geglättet, erstellt hat. Wie gesagt, 2000 Interviews über 2 Wochen geführt, die Hälfte davon nach der Salzburg-Wahl, die Hälfte vor der Salzburg-Wahl. Und das ist, würde ich sagen, einmal eine mega Überraschung und ganz anders, als wie ein Laie wie ich es erwarten würde. So, die FPÖ ist in der Lazarsfeld-Gesellschaft nicht bei 30%. Eine der wenigen Institute, muss man sagen, die die FPÖ klar unter 30% hat, nämlich Anführungszeichen nur bei 27%. Und da wird uns der Professor gleich erklären, warum das so ist. Also, 27% für die FPÖ in der Hochrechnung. Die Rohdaten sehen wir dann gleich. SPÖ, eine Riesenüberraschung. Die waren in der letzten Woche bei 23%. Ein Laie wie ich würde annehmen, dass nach der Salzburg-Wahl da ein Rückenwind entsteht und die Zahlen weiter steigen werden. Es ist in der aktuellen Umfrage aber genau umgekehrt. Die SPÖ fällt um 2% zurück, fällt auf 21% zurück und ist damit jetzt Kopf an Kopf mit der ÖVP, die wie immer, das ist ja schon gelernt, wie immer, wenn sie bei 19% war, so wie in der letzten Woche, kommt irgendwie der liebe Gott, der mit der ÖVP ein Bündnis hat, wie wir wissen, die zwei gehören ja zusammen, der liebe Gott und die Kirche und die ÖVP, sei eine Einheit. Und immer wenn die bei 19% sind, schickt der liebe Gott ein Prozental daher, sodass der Karl Nehammer wieder auf 20% ist. Das ist wie im Beton gegossen. Der Nehammer ist nicht umzubringen. Unter 20% fällt er immer nur wochenweise. Einen richtigen Absturz der ÖVP gibt es nicht, wenn man nicht eh davon ausgeht, dass 20% schon ein gewaltiger Absturz sind. Aber immerhin Kopf an Kopf mit der SPÖ und das ist vor allem für die EU-Wahl interessant, weil die ÖVP ja bei der EU-Wahl besser abschneidet als die SPÖ. Also so wie jetzt der Trend ist, dürfte die ÖVP bei der EU-Wahl eher in Richtung Platz 2 marschieren. Nächste Woche dann wieder eine große EU-Wahlumfrage. So, die Grünen legen überraschenderweise 1% zu, obwohl sie in Salzburg völlig abgestunken sind.
Die Neos legen auch 1% zu, obwohl sie auch in Salzburg völlig abgestunken sind. Sieht man natürlich, dass die Salzburg-Wahl bundespolitisch überhaupt keinen Einfluss hat. Die KPÖ, die in Salzburg so sensationell war, dankelt ab, um es einmal so zu sagen, fällt auf 4% zurück und damit nur noch direkt an die Grenze des Parlamentseinzugs. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich das in den nächsten Wochen eher abflachen wird, kann man sich von der KPÖ als Parlamentspartei fast schon wieder verabschieden. Und die Bierpartei dagegen ist extrem stabil bei 7%. Also so wie es derzeit steht, fährt die Bierpartei schnurstracks hinein in den Nationalrat. Herr Professor, Ihre Analyse. Fangen wir bei der FPÖ an. Fangen wir bei der FPÖ an. Das aktuelle Lagebild ist natürlich geprägt von ein paar Überraschungen. Aber es ist ein Lagebild, die letzten 14 Tage, 2000 Befragte, die größte Stichprobe Österreichs. Also das ist durchaus relevantes Material. Und wir müssen dazu sagen, insgesamt die Veränderungen zur Vorwoche sind bescheiden. Ja, -2% bei der SPÖ. Aber was ist die Lage? Die Lage besagt, die FPÖ ist die Nummer 1 mit 27%. Der Vorsprung auf die SPÖ ist erheblich und statistisch signifikant. Und spannend, was neu ist, ÖVP und SPÖ sind ganz eng beisammen. Also da geht es wirklich um einen hauchdünnen Vorsprung der SPÖ. Das ist neu, das ist überraschend, weil das irgendwo fast im Widerspruch steht zum Wahlergebnis in Salzburg. Aber letztlich, wenn man sich das anschaut, bei der ÖVP sind wir, aber auch bei der SPÖ sind wir herunten auf den Stammwählerkreis. Diese 20% bei beiden Parteien sind so stabil, weil im Wesentlichen hier die Stammwähler in der Umfrage sich bekennen zur jeweiligen Partei. Das haben wir die letzte Woche ausführlich diskutiert. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt kaum mehr Stammwähler. Es waren einmal an die 70% Stammwähler in Österreich. Derzeit ist das Gesamtpotenzial der Stammwähler nur mehr 24%. Und es gibt nur zwei Parteien, die einen wesentlichen Stammwählerbonus noch haben. Das ist die ÖVP und das ist die SPÖ. Und deshalb halten sich die beiden Parteien so schön über 20 oder bei 20% und sind da relativ stabil. Die FPÖ hat bereits diesen Bonus nicht mehr. Die FPÖ kann nicht mehr auf relevante Stammwähler verweisen. Also da gibt es im Hintergrund strukturelle Unterschiede, die sich natürlich auch zu Buche schlagen. Aber was diesmal spannend ist, unabhängig davon, dass die FPÖ immer deutlich vorne war, die letzten Monate über, ist die Frage, wie gibt es das? Denn wir werden dann die Hochrechnung mit den Rohzahlen vergleichen. Dann haben wir ein Modell und das muss man immer wieder erwähnen. Und unser Modell geht von der letzten Nationalratswahl aus. Wir fragen in jeder Umfrage auch, wie hast denn du das letzte Mal gewählt? Hast du da FPÖ, SPÖ oder ÖVP gewählt oder die anderen Alternativen? Und wenn jetzt in der Umfrage sich mehr bekennen zur FPÖ, das ist im Augenblick nämlich der Fall, weil deklariert sich halt eher zu einem gewinnenden Lager zugehörig. Und dann müssen wir das korrigieren, denn de facto war bei der letzten Wahl 2019 ein schlechtes FPÖ-Ergebnis der Fall. Inzwischen deklarieren sich aber in der Rückerinnerung mehr. Das führt zu einer Runtergewichtung. Jetzt kann man sagen, so ein Blödsinn, warum macht ihr das? Denn wir haben relativ respektable Rohzahlen, aber die werden eher quasi anders gewichtet, deutlich anders gewichtet als jene der ÖVP. Da schaut das Rohmaterial sehr, sehr dünn und dürftig aus, können wir dann gleich drüber diskutieren. Die werden eher raufgerechnet, denn sie hatten bei der letzten Wahl ein sehr hohes Ergebnis. Und gleichzeitig spielen natürlich auch die Stammwähleranteile eine ganz große Rolle. Das heißt, das Risiko bei der FPÖ ist viel größer, dass sie diese Wähler wieder fischt und reaktiviert, als bei der ÖVP. Also das ist nicht der liebe Gott, der zu Ostern jetzt 1% schickt, sondern das ist eigentlich dieser Stammwählerbonus, der bei der ÖVP vorhanden ist. Und es geht schon mal runter auf 19%. Sehr viel weiter haben wir, glaube ich, noch nie den Rückgang gemessen. Aber dann stabilisiert sich's wieder. Also ganz wichtig, die ÖVP steht an der Klippe, aber diese Klippe wird im Wesentlichen von den Stammwählern gehalten.
halten. Was diese Woche noch spannend ist, dass es eigentlich keinen KPÖ-Effekt gibt, denn die KPÖ war die meistbeachtete Partei in Salzburg. Kai Michael Dankl hat eigentlich ganz Österreich verwundert, begeistert, zumindest ist er heiß diskutiert worden über seine Souveränität. Er ist in der, im Fernsehen mehrfach aufgetreten. Also da gab es durchaus, könnte man meinen, eine ungeheure Dynamik und Aufmerksamkeit und mediale Plattform. Aber was wir hier sehen, -1%, KPÖ, kein nachhaltiger Effekt. Es ist halt so. Das heißt, da geht es um Personen und um Themenwähler. Das hat in Salzburg funktioniert, ist aber jetzt nicht Rückenwind-Situation für die KPÖ in Österreich. Also ganz wichtig noch einmal, wir müssen uns dann die Rohwerte anschauen, aber wichtig ist an sich, FPÖ ist klar vorne, ist so weit vorne, dass ich sagen würde, der 9. Juni Europawahl, es ist, wird der FPÖ der Sieg nicht zu nehmen sein. Wir werden uns das dann ab nächster Woche kontinuierlich ansehen, aber grundsätzlich von der Großwetterlage, von der politischen, ist es ein sehr eindeutiges Bild. SPÖ liegt in der Mitte, aber matcht sich sehr knapp mit der ÖVP. Da wird es spannend, da wird es zu einer Reibung kommen. Und natürlich, Dominik Vlasny, bemerkenswert, der hält eigentlich, wenngleich, wir werden dann sehen, ein paar Werte zeigen eine leichte Erosion. Im Augenblick wird ja auch hier nochmal diskutiert, bringen wir genügend Unterstützer zusammen, dass sich ein Wahlkampf ausgeht. Also das ist im Augenblick ein bisschen die Diskussion, die möglicherweise spürbar wurde in den Werten. Aber 7%, das ist erheblich, das ist beachtlich, zeigt auch den Wunsch nach neuen politischen Angeboten aus Sicht der Wählerschaft. Also insofern, ich sehe es nicht verwunderlich. Wir sehen aber auch, dass jetzt dieser Erfolg der SPÖ in Salzburg nicht die Probleme überdeckt, die de facto in der Bundes-SPÖ existieren, und da gibt es diverse Themen, die natürlich hier zu behandeln sind. So, und jetzt, wie von Herrn Professor schon mehrfach angesprochen, die Rohdaten. Wir sind ja die einzige Umfrage, die Ihnen auch ganz offen und ganz transparent die Rohdaten zeigt. Und zwar sind das die Rohdaten der letzten Woche, also nur die zweiten 1000 Umfragedaten von den insgesamt 2000. Deshalb sind sie natürlich mit der Hochrechnung nicht ganz vergleichbar, weil das die aktuellen 1000 Interviews sind, während sie in der Hochrechnung 2000 stabile Interviews haben. Deshalb ist die Hochrechnung immer viel stabiler als die Rohdaten, die viel stärker auszacken. Aber trotzdem gibt es hier massive Unterschiede. Und da gibt es natürlich viele Leute, wie der Herr Westenthaler, den wir gleich sehen werden, die sagen, ich glaube diesen Meinungsforschern ja überhaupt nichts mehr. Ich gehe nach den Rohdaten. Mich interessieren nur die Rohdaten. Und die Rohdaten, die schauen natürlich völlig anders aus als die Hochrechnung oder deutlich anders aus als die Hochrechnung. Die FPÖ legt hier in der letzten Woche 2% wieder zu, ist jetzt schon auf 25% in den Rohdaten. Das ist fast schon ein Rohdatenrekord. Kann mich nicht erinnern, dass seit Sebastian Kurz irgendeine Partei in den Rohdaten über 25% gelegen ist. Die FPÖ schafft das in der laufenden Woche, also von Montag bis heute gerade. Die SPÖ verliert in der laufenden Woche nach der Salzburg-Wahl deutlich weniger als in der Woche zuvor. Anführungszeichen nur mehr 1% und ist in den Rohdaten eigentlich klarer Zweiter. Und die ÖVP wird immer schlechter. Das sind schon wirklich nur die Nehammer Verwandten und die engsten ÖVP-Funktionäre, könnte man sagen. 12%, das ist ein Katastrophenwert, wieder 1% weniger, trotzdem in der Hochrechnung hinaufgerechnet. Erklären Sie uns das einmal, Herr Professor. Wie gibt es das, dass Sie bei der FPÖ von 25 nur auf 27 hochrechnen, bei der SPÖ von 15 nur auf 21, bei der ÖVP aber von 12 auf 20? Bitte. Ja, das eine habe ich schon angesprochen. Das sind strukturelle Unterschiede in der Wählerschaft. Wir haben das letzte Mal sehr ausführlich diskutiert. Es gibt Parteienwähler, nämlich die Stammwähler. Es gibt Personenwähler. Da sagt der jeweilige Wähler, ich bin motiviert, weil der Spitzenkandidat so toll ist. Dann gibt es Themenwähler, die sagen, die besetzten Themen sind so toll. Und dann gibt es noch Wähler, die sagen, ich möchte mit meiner Stimme ein bestimmtes Endergebnis produzieren. Das strategische Kalkül, sagen wir dazu. Und
Und diese Themen oder diese Wählerschwerpunkte sind recht unterschiedlich verteilt. ÖVP und SPÖ haben viele Stammwähler. Deshalb sind also auch hier in den Rohwerten diese Pegel niedrig. Aber im Endergebnis gehen sie dann rauf, weil die Stammwähler kommen, sind treue Wähler, wählen quasi unreflektiert. Das ist das politische Milieu, das ist die politische Heimat, die man wählt. Das hat die FPÖ nicht. Das heißt, die Stimmen, die Rohwerte der FPÖ, die zwar toll hoch sind, die unglaublich performen, die sind am Wahltag dann wesentlich zerbrechlicher. Da wird es viel anstrengender sein, diese Ernte einzufahren. Da sind viel mehr Themenwähler dabei, die sagen, die FPÖ besetzt politische Themen, die mich faszinieren. Es ist auch weniger der Effekt, wenn wir heute noch diskutieren, der Spitzenkandidaten in der FPÖ drin. Die FPÖ wird nicht gewählt, weil Herbert Kickl dort die Nummer eins ist. Nein, es geht ganz stark um die Themenpositionierung. Das heißt, wir haben eine inhaltlich recht unterschiedliche Motivlage. Das ist das eine. Und das andere habe ich schon erwähnt. Noch einmal, wir müssen natürlich immer wieder auch in unseren Stichproben dieses Momentum herausrechnen, dass man sich gerne zum Winning Team bekennt. Also wenn im Augenblick alle sagen, mein Gott, die FPÖ, am besten sie tut gar nichts, dann gewinnt sie haushoch. Also das Gefühl, dass die FPÖ das Winning politische, dass das Winning Team ist in der Politik, das führt dazu, dass es ein Overreporting gibt. Und das versuchen wir herauszurechnen, indem wir sagen, alle, die jetzt das deklarieren, die müssen wir auch gewichten an dem, was 2019 passiert ist. Und da haben wir ganz unterschiedliche Ausgangssituationen und das führt dazu, dass die ÖVP stark raufgewichtet wird und die FPÖ nur leicht raufgewichtet wird. Die Wahrheit erfahren wir am Wahltag, aber es nicht zu gewichten, das könnte man ja tun. Wir könnten sagen, diese 25% Rohmaterial, jeder vierte Österreicher sagt derzeit, ich wähle die FPÖ. Dagegen stehen 23%, die sich nicht deklarieren, die rechnen wir raus. Ja, dann kämen wir auf einen Wert von über 30% derzeit für die FPÖ. Das ist derzeit nicht realistisch. Also das wäre eine Holzhacker-Methode. Ich würde das aber nicht unterschreiben und es verkürzt also im Prinzip die Hintergründe ja zu sehr. Und bevor wir jetzt, Herr Professor, bevor wir jetzt wieder Mails bekommen, massenweise Mails bekommen, die Meinungsforscher spinnen ja, die sind nicht verlässlich, das sind FPÖ-Hasser etc., muss man zur Ehrenrettung dazu sagen, das, was der Herr Professor hier sagt, das ist ja bei der Tirolwahl genauso eingetreten. Dort hatten wir ja sensationelle FPÖ-Werte, haben die auch geglaubt, muss man dazu sagen. Richtig. Und dann hat sich herausgestellt, dass am Wahltag ein Viertel der FPÖ-Wähler sich verabschiedet hat und plötzlich nicht mehr FPÖ gewählt hat. Und das ist genau das, was der Herr Professor jetzt wissenschaftlich sozusagen hier in die Hochrechnung hineinbezieht. Man könnte also auch den Tirol- und den Matle-Effekt nennen, richtig? Beispielsweise, ja. Aber wenn wir da auch hineingehen, ich meine, da ist ein hochbrisantes Ergebnis vorhanden. Denn die ÖVP schafft ja nur die Hälfte des Rohmaterials im Vergleich zur FPÖ, 12% zu 25%. Also da sieht man schon einen haushohen Unterschied, aber es sind die Stammwähler, die dann letztlich dazukommen. Und wir sehen auch hier wiederum die stabile Mittelposition der SPÖ. Also die SPÖ liegt schön in der Mitte, aber liegt eher bei der ÖVP als bei der FPÖ. Das heißt, dieses Match, und da wird es jetzt spannend bei der Europawahl, dieses Match ÖVP-SPÖ, das prägt sich zunehmend aus und einer ist vorne und der ist klar vorne, das ist die FPÖ. Und hier sehen wir erstmals bei der Bierpartei in den Rohdaten erstmals ein Minus. Ist nicht viel, minus eins ist nahezu nichts, aber zeigt ein bisschen, es geht jetzt nicht weiter nach oben. Im Augenblick gibt es Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Und auch hier in den anderen Zahlen wenig Dynamik. Die Grünen haben hier mit plus 2% einmal ein bisschen eine stärkere Woche, was die augenblickliche Bewertung anbelangt. Herr Professor, und eines müssen wir noch dazu sagen, Herr Professor, da ist natürlich auch ein klassischer Österreicher-Effekt dabei. Der Österreicher tendiert ja dazu, zuerst einmal fürchterlich grantig zu sein, in der Umfrage es den Menschen oder der Regierung ordentlich hineinzusagen, aber dann in der Wahlurne ein bisschen den Mut zu verlieren. Wir haben das gerade in Salzburg erlebt beim Dankl-Effekt. Der lag ja in den Umfragen an erster Stelle. Herausgekommen ist ein Resultat 63 zu 37, ja? Weil einfach ein Teil der KPÖ-Wähler letztendlich den Mut verloren hat, gesagt hat, das will ich nicht, mal alles zu riskant, bleiben die Touristen weg, gehen die Festspiele kaputt und so weiter und so weiter. Und genau diesen Effekt,
bedenken Sie natürlich auch ein bisschen mit, Herr Professor. Ein Teil der FPÖ-Wähler ist nicht verlässlich, um es einmal so sagen zu dürfen. Ne? Richtig, richtig, richtig. Also wir haben, also das betrifft aber jetzt nicht nur die FPÖ, aber die FPÖ ist deshalb hier in der Gewichtung so stark ausgeprägt, weil sie so groß ist. Aber dieses Phänomen haben wir natürlich auch bei den anderen Parteien, dass also hier dann die Bekundung in der Umfrage mit der, oder die Deklaration in der Umfrage mit der tatsächlichen Aktivität in der Wahlurne bis hin zur Mobilisierungsmöglichkeit am Wahltag recht unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten gibt. Also wir müssen da aufpassen und deshalb machen wir das so und ich würde dieses Modell durchaus ernst nehmen. Also grundsätzlich eigentlich eine stabile politische Großwetterlage und ein ordentliches Osterhoch für die FPÖ ist die Diagnose. So, und jetzt kommen wir mal zur Kanzlerfrage und die ist auch spannend, weil die hat wieder ganz andere Trends. Die ist natürlich spannend, weil es die Beantwortung der Frage ist, wen wollen denn die Österreicher als Kanzler? Würden die einen Kanzler Kickl akzeptieren oder wollen die einen Kanzler Kickl nicht? Und da sehen wir, in der Kanzlerfrage liegt Kickl mittlerweile einsam an der Spitze. Dort hat er 29%, ist sogar besser als seine Partei. Nehammer ist Zweiter, hat hier etwas weniger verloren als in den letzten Wochen, nämlich in Summe als Babler, der sich allerdings in der letzten Woche stabil gehalten hat, kommt auf 21%. Aber das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Der regierende Kanzler hat nur 21% der Österreicher hinter sich. Der Herausforderer, den angeblich keiner will, aber 29%. Und der Oppositionsbabler ist eigentlich mittlerweile schon abgeschlagen auf Platz 3 mit nur mehr 17%. Und da schauen wir uns jetzt gleich die Rohdaten an, weil das muss uns der Herr Professor gleich zusammen erklären. Und da sehen wir, da ist der Kickl extrem hochgerechnet mit plus 10%. Das heißt, da denkt man, dass bei den Unentschlossenen, die ja besonders viele sind, nämlich das sind ja 38%, die sagen, ich weiß nicht, wenn ich als Kanzler wähle, also viel mehr als bei der Partei, dass man da sagt, da könnten viele Kickl-Wähler dabei sein. Und in den Rohdaten ist Nehammer mit 14% unglaublich schwach und Babler mit 12% noch schwächer. Herr Professor, warum geben Sie der FPÖ als Partei in der Hochrechnung nur 2% dazu, dem Kickl als Kanzler in der Hochrechnung aber 10% dazu? Ja, Kickl hat hier in den Rohzahlen 19%. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Wert. Und er wird aber in der Hochrechnung noch deutlich stärker hochgewichtet, als das in der Parteienbetrachtung der Fall ist. Warum ist das so? Das ist leicht zu erklären. Bei der Parteienhochrechnung wird die Rückerinnerung eingepreist an die letzte Nationalratswahl 2019. Das ist hier nicht der Fall. Kickl war ja 2019, stand hier nicht zur Diskussion als Spitzenkandidat. Also insofern, das ist hier ausgeklammert, diese dritte Frage, die wir im anderen Modell berücksichtigen. Aber wichtig ist hier eines. In den Rohdaten hat Kickl 19%, die FPÖ hat 25%. So gesehen ist er als Person, als Parteichef deutlich unter seiner Partei. Und das macht auch nichts, denn FPÖ-Wähler sind Themenwähler. Das haben wir das letzte Mal diskutiert. FPÖ wählt man nicht jetzt in erster Linie, weil Herbert Kickl der Chef ist, sondern weil die FPÖ einige Themen ganz klar besetzt, die aus Sicht der Österreicher gelöst gehören. Ja, und Nehammer, der wird ja auch sozusagen etwas zulegen hier, der steigt von 12% auf 21% in der Hochrechnung. Ja, Nehammer liegt eigentlich auf dem Parteiniveau, haucht ihn darüber. Eigentlich könnte man sagen, der Kanzlerbonus ist weg, der ist nicht mehr da. Da war doch jetzt eine gewisse Phase, einige Wochen hatte er deutlich bessere Werte als seine Partei. Jetzt ist er nur mehr hauchdünn vor der Partei. Derzeit kein Kanzlerbonus für Karl Nehammer. Und was sich auch gefestigt hat, Andreas Babler ist die Nummer 3. Er hat zwar diese Woche aktuelle Werte, ein Plus vor der Veränderung, plus 2%, 12% insgesamt derzeit Rohdaten, aber letztlich ändert das nichts an seiner Positionierung. Er ist Nummer 3 hinter der ÖVP. Also die Partei performt besser als er. Also wir haben hier recht
durchaus unterschiedliche Ausgangssituationen für die drei Großen. Ja, und dann diesmal erfreulicher Werner Kogler plus zwei, aber insgesamt auf niedrigem Niveau und vor dem Hintergrund, dass er Vizekanzler ist, ein Wert, der durchaus nicht zufriedenstellend ist. Beate Meindl-Reisinger wäre eigentlich die Nummer vier nach den drei stärkeren Kandidaten mit 7% und Dominik Vlasny, leichtes Minus, minus eins, aber da wird ja im Augenblick diskutiert, wie es weitergehen soll mit der Bierpartei. Und dann muss man sagen, 38% weniger als bisher, die sagen, ich will keinen der Kandidaten. Dieser Wert war ja zuletzt schon bei 42%, fällt jetzt unter die 40%-Marke. Schauen wir uns einmal an, die Vertrauenswürdigkeit der Parteien und der Institutionen, fassen wir gleich beide zusammen. Bei den Parteien legt die ÖVP bei der Vertrauenswürdigkeit um 2% zu. Und die FPÖ legt auch schon wieder zu. Und mittlerweile ist die FPÖ ganz klar die vertrauenswürdigste Partei in Österreich. Wer hätte das je gedacht? Die SPÖ verliert 1%, fällt auf 23% zurück, damit die FPÖ hier klar Nummer 1. Und wenn wir das nach Institutionen und Personen uns anschauen, dann legt die Bundesregierung leicht zu. Der Bundespräsident verliert schon wieder, den halten nur noch 38% der Österreicher für vertrauenswürdig, ein absoluter Tiefstwert. Herr Professor, zunächst einmal zu den Parteienwerten. ÖVP und FPÖ legen zu. Ja, also insgesamt wenig Veränderung. Wir haben eine Misstrauensgesellschaft und man ist Parteien gegenüber extrem misstrauisch, aber auch den politischen Persönlichkeiten gegenüber ist eher Misstrauen der Grundton in der Bewertung. Einzige Ausnahme in der Regel der Bundespräsident, doch auch beim Bundespräsidenten ist im Augenblick die Bewertung eine kritische. Möglicherweise ist er zu ruhig, ist er zu sehr auf Tauchstation, braucht es mehr mahnende Worte oder einen kritischeren Bundespräsidentenfaktor. Aber zu den Parteien noch mal ganz kurz. Diese Woche war mit wenig Veränderung versehen. Eigentlich haben wir bei der FPÖ ein Plus, ein Delta von plus 4% und die ÖVP hat auch ein positives Delta. Bei den übrigen Parteien hat sich nicht sehr viel getan. Also insgesamt kann man sagen, es hat sich nichts verändert. Der Misstrauensmalus steht nach wie vor unverändert im Raum, wenn es um Personen und um Parteien geht. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Oster- und Frühlingsüberraschung für den Kanzler. Denn in der Frage, wie beurteilen Sie die Arbeit der österreichischen Bundesregierung, ist die gut oder schlecht in der Zusammenarbeit, gibt es erstmals den Hauch von Licht am Horizont, allerdings auf katastrophalem Niveau, das muss man schon dazu sagen. Die Regierung legt in der Bewertung 2% bei gut zu, 22% der Österreicher halten die Arbeit der Regierung jetzt für gut, ein Katastrophenwert, muss man sagen, nur 6% für sehr gut, bei gleichzeitig über 30% oder genau 30%, 20% ÖVP, 10% Grüne, die sie wählen würden. Also 24% der eigenen Wähler halten die Arbeit der Bundesregierung nicht für sehr gut und 49% halten die Arbeit der Bundesregierung für schlecht. Das sind immerhin 2% weniger als in der letzten Woche und zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder um einen Hauch weniger als 50%. Aber in Summe muss man sagen, 50% halten die österreichische Bundesregierung für schlecht. Herr Professor, Ihre Analyse bitte. Ja, also auch hier im Prinzip keine große Veränderung. Zufriedenheit sieht anders aus. Diese 2% sind Schwankungsbreite. Es gilt also weiter wursteln und die Beurteilung, wir haben das letzte Mal auch darüber diskutiert, ist, wir haben eine Stillstandsregierung, die heute dahin wurstelt, aber nicht wirklich vom Fleck kommt. Also ich würde sagen, die minus 2 im roten Bereich sind mehr oder weniger Schwankung, aber nicht eine Neubeurteilung der Lage. Gut, danke, Herr Professor. Das war die erste Runde mit den Daten der Sonntagsfrage, mit den Rohdaten und mit der Zufriedenheit der Regierung. Wir machen eine kurze Werbepause und dann kommen wir mit den klassischen Fragen der Lazarsfeld-Gesellschaft zurück. Nämlich, wie schaut es denn in Ihrer Seele aus? Wie beurteilen die Österreicher jetzt die Teuerung? Wie beurteilen sie die Zuwanderung? All das gleich nach der Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die Umfrage der Woche. Ja, spannende Umfrage, wie immer am Donnerstagabend mit den Daten der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft, erhoben mit 2000 Interviews, der höchste Wert aller Umfragen in Österreich, also die höchste Zahl an Interviews. Und dazu zugeschaltet Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft, Werner Beutelmeier, der Chef vom Marketinginstitut. Und jetzt kommt das, was die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft auszeichnet, wo jeder vor ihr sozusagen den Hut zieht, weil diese Daten genau voraussagen, was dann Sache ist, nämlich die Stimmungslage der Österreicher, die Lage der Wirtschaft, die Beurteilung der Wirtschaft, die Beurteilung von Themen wie Ukraine-Krieg oder Sicherheit und Zuwanderung. Wir fangen mit der Teuerung an. Da geht die Inflation klar nach unten. Eigentlich sollte man sagen, die Angst vor der Teuerung, das Problem mit der Teuerung ist vorbei, aber davon kann überhaupt keine Rede sein, überhaupt keine Rede. Wenn wir uns die aktuelle Grafik anschauen, 2% mehr als noch letzte Woche, sagen, die Teuerung ist für sie absolut spürbar. Da sind wir jetzt bereits bei 74%, das sind 3/4 der Österreicher, die sagen, ich leide unter der Teuerung, sie ist für mich spürbar. 3/4, 74% sagen, ich leide unter der Teuerung, davon 41% sogar sehr. Das geht voll hinein in die Mittelschicht. 41%, das sind nicht mehr nur die kleinen Einkommen, da sind bereits die Durchschnittseinkommen dabei. Also die Teuerung ist das große Problem derzeit in Österreich, Herr Professor. Ja, die Teuerung, die wir hier messen, das ist Preiswahrnehmung. Wie nehmen die Österreicher das allgemeine Preisniveau wahr und wie sehr betrifft das den Konsum und wie sehr betrifft das die Stimmung? Und Stimmung ist natürlich Wahrnehmung. Also die Wirklichkeit ist nicht wirklich wirklich, hat Paul Watzlawick einmal gesagt. Und wir erleben hier ein Inflationsparadoxon. Die Inflation sinkt, aber die Teuerungswahrnehmung bleibt oben. Das tut weh, denn diese Wahrnehmung schafft eine Realität, schafft Sorge, schafft Angst, bedeutet ganz einfach, 41% der Haushalte haben derzeit allergrößte Sorgen, durchzukommen mit ihrem Geld. Die sagen, das geht sich nicht aus. Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Ich mache mir existenzielle Sorgen. Also wir haben ein enorm hartes, wie soll ich sagen, eine enorm harte seelische Last, die wir messen. Und dieser Wert verändert sich leider nicht nach unten. Und das deckt sich ja auch mit den Prognosen der Wirtschaftsforscher, die dieser Tage gesagt haben, alles nach unten. Die erwartete Aufwärtsentwicklung ist derzeit nicht in Sicht. Vielleicht kommt sie im Herbst. Vielleicht. Derzeit ist die Stimmung zu schlecht. Der private Konsum, der Konsument ist zutiefst verunsichert. Und genau das spiegelt sich in unseren Daten. Und genau das sagt der Herr Professor und die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft schon seit Monaten. Deshalb sind diese Daten und diese Umfragen so aktuell und so wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass kein Licht am Horizont ist, also keine Rede davon, dass das steigen wird. Wir haben die Frage, wie wird sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten auswirken? Die gesamte Wirtschaft hofft, dass die Österreicher endlich anfangen, mehr Geld auszugeben. Schmeckt's, könnte man sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Diese Woche schon wieder 1% weniger, die sagen, ich werde mehr Geld ausgeben. Nur noch 8% der Österreicher, weniger als ein Zehntel, also nur noch weniger als jeder Zehnte sagt, ich werde in den nächsten Monaten mehr Geld ausgeben als in letzter Zeit. 54% sagen, ich werde weniger Geld ausgeben. Das heißt, und das sind sogar 5% mehr als in der Vorwoche, das hat dramatisch zugenommen. Das heißt, die Stimmung für die Wirtschaft wird katastrophal, Herr Professor. Ja, also ich sage üblicherweise bei 1-2% Punkten Veränderung, das ist Tendenz, nicht überinterpretieren. Das hier plus 5% auf der roten Seite weniger Geld ausgeben, das ist ein Keulenschlag zu Ostern. Das ist also wirklich eine ganz, ganz ernstzunehmende Entwicklung. Das heißt, irgendwo letztlich die Krise, in der wir uns befinden, intensiviert sich vermutlich. Also es wird nicht besser, es bleibt nicht gleich. Wir sind derzeit an einer Kippe, wo es möglicherweise sogar noch schlechter wird in den nächsten Wochen. Also insofern, dieser Wert, 5% Veränderung, statistisch signifikant, hochrelevant für die Ökonomie. Also das ist wirklich ein schlechter Wert. Das
das ist kein Ostergeschenk, das ist ein Wert, den ich am liebsten gar nicht hergezeigt hätte, denn der macht Sorge. Und jetzt wird es dramatisch. Die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft versucht ja auch den Österreichern sozusagen ein bisschen ins Herz zu schauen, ihre Stimmung zu erforschen. Da ist eine der wichtigen Fragen, wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Pessimistisch oder optimistisch? Da war es in Österreich üblich, dass 70% ungefähr optimistisch waren, 30% pessimistisch. Derzeit ist das völlig anders. Die klare Mehrheit, 43%, sieht die nächsten 12 Monate pessimistisch, sagt also, das wird äußerst unangenehm werden. Nur 31% optimistisch. Und da darf ich gleich die nächste Frage dazu nehmen, weil das ist die Frage, die eigentlich die Stimmung der Bevölkerung am besten wiedergibt. Und wo der Bill Clinton immer sagt, wenn da der grüne Balken nicht bei 50% liegt, dann kann sich eine Regierung verabschieden. It's the economy, stupid, hat er immer gesagt. Wenn nicht mindestens die Hälfte einer Bevölkerung sagen, es geht mir besser, und es wird mir in den nächsten Monaten besser gehen als früher, dann ist die Regierung abgewählt. Das ist die Clinton-Doktrin. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist das ein Katastrophenwert. 34% und zwar 4% mehr als in der Vorwoche. Sagen Sie, bewerten Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr schlechter? Schlechter. Und nur 22%, und das müssten eigentlich ja über 50% sein, nach der Denke der Wirtschaftsforscher und des Herrn Clinton, nur 22% sagen, es geht Ihnen derzeit besser und Sie glauben, dass Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr besser werden wird in den nächsten Monaten. Das ist ein Tiefstwert. So tief lag das noch nie. Und damit kommt natürlich die Regierung immer stärker unter Druck, weil letztendlich gibt es ja viele, die sagen, in der Wahlurne wird mit dem Geldbörserl gewählt. Und wenn mit dem Geldbörserl gewählt ist, dann muss Karl Nehammer das Licht am Ballhausplatz abdrehen. Richtig, Herr Professor? Beide Indikatoren messen äußerst schlechte Werte, auch wenn der Optimismus so um die 2% wieder nach oben gependelt ist. Aber Sie haben es erwähnt, die Werte schauen ja üblicherweise völlig anders aus. Ich bringe in Erinnerung, vor 3 Jahren, mitten in der Corona-Phase, hatten wir in der Vergleichswoche knapp unter 50% Optimisten. Das war in der Corona-Zeit. Also üblicherweise sollte der Optimismus wirklich deutlich der 60%-Marke liegen. Also er liegt im Keller, und die Lebensqualitätsdimension, das ist der Zentralnerv der Gesellschaft. Da geht es um Vitalität, um Beruf, um Einkommen, um Konsum, um Familie. Also das ist wirklich ein ganz zentraler Indikator, und der liegt ebenfalls im Keller. Also insgesamt wirklich Werte, die in Summe in eine bedrohliche Richtung weisen, die also zeigen, wir kommen einfach nicht raus aus der Malaise. Wir sind also hier wirklich verstrickt in eine Krise, und derzeit sehen die Österreicher kein Licht am Ende des Tunnels. Ja, und der Wert wird immer dramatischer, die Krise wird immer dramatischer. Die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft fragt ja auch, wie gut ist es derzeit um die Wirtschaft in Österreich bestellt? Und noch bevor jetzt die Daten der Wirtschaftsforscher kamen, die gesagt haben, es wird kein Wirtschaftswachstum mehr geben, haben bereits die Wähler ein klares Votum abgegeben. Denn nur noch 19%, damit zum ersten Mal weniger als 20%, zum ersten Mal fällt dieser Wert unter 20%, sagen, um die Wirtschaft ist es gut bestellt, überhaupt nur 4% sehr gut. Also unter 20%, weniger als jeder fünfte Österreicher sagt, unserer Wirtschaft geht's gut. Aber 39% sagen bereits, unserer Wirtschaft geht schlecht, Herr Professor. Ja, also die Konsequenzen der schlechten Stimmung, die finden sich in den Antworten auf diese Frage. Die Wirtschaft spürt die Stimmung, es geht nicht bergauf, ist die Botschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in eine Verlängerung der Rezession geht, ist sehr hoch. Wir müssen froh sein, wenn sich die Rezession nicht vertieft. Aber das schaut derzeit so aus, als würde es einfach bestenfalls horizontal dahingehen. Schließe aber nicht aus, dass die Werte wieder schlechter werden, wenn Sie vor allem an den Konsum denken, an das Geld ausgeben denken. -5%, das lässt das Schlimmes befürchten. Also insgesamt eine Tiefdruckzelle, eine massive Tiefdruckzelle, die hier stationär sich über Europa befindet, nicht nur über Österreich. Ja, und dann kommen wir zu einer Frage, die wirklich in die Seele der Österreicher blicken lässt. Wie schätzen Sie Ihre Einkommenssicherheit ein? Also wie glauben Sie, wie sicher ist die Einkommen? Da hatten wir bisher
Werte zwischen 80% und 90%, die sicher gesagt haben. Dieser Wert fällt von Woche zu Woche und fällt jetzt bereits herunter auf 54%. Das heißt, wir stehen kurz davor, dass dieser Wert unter 50% fällt. Und das hätte dramatische Auswirkungen auf die kommende Nationalratswahl, weil dann würden 50% der Wähler mehr oder weniger um ihre Existenz zittern. Dann wäre das fast so etwas wie eine Existenzwahl. Und nur noch 14% sagen, es ist sicher, das sind eigentlich die klassischen ÖVP-Wähler normalerweise. Und dieser Wert ist auf 14% gefallen. Das heißt, nur noch 14% der Österreicher sagen, also 54% sagen, mein Einkommen ist sicher. Das ist ein Tiefstwert. Und 14% sagen nicht sicher. Also das ist noch, würde ich sagen, im grünen Bereich. Aber letztendlich, dieses sicher sinkt immer tiefer, Herr Professor. Ja, also die Einkommenssicherheit ist ein wichtiger stabilisierender Faktor, ist ein Seelenfaktor für die Bevölkerung und da spielt auch kognitive Dissonanz eine Rolle. Also man möchte sich in Sicherheit wiegen und dennoch dieser Grundindikator bekommt auch Kratzer ab. -3% in Sachen Sicherheit heißt, dass die Sicherheit etwas abgenommen hat. Und -3 ist schon wieder rum deutlich mehr, das sind wir am Rand der statistischen Signifikanz. Das heißt, auch hier tut sich etwas und zwar nicht in die richtige Richtung, sondern die Sorgen nehmen auch in Sachen Einkommenssicherheit und Lebenssicherheit wieder etwas zu. Und dann fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft seit geraumer Zeit auch ab, welche Rolle spielt da eigentlich der Ukraine-Krieg? Und da gibt es die Frage, wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für sich und für Ihren Haushalt ein? Also wie bedrohlich ist das für Sie persönlich? Da hatten wir anfänglich Werte um 20%, dann 30%. Jetzt steigt das von Woche zu Woche, diese Woche schon wieder um 3%. 47% sagen, die Lage in der Ukraine ist für mich persönlich bedrohlich. 20% sogar sehr bedrohlich, Herr Professor. Ja, also die Ukraine lastet schwer auf der Seele Europas, ist ein Europathema natürlich, ein Weltthema. Und die Österreicher sind hier fokussiert, sensibilisiert und natürlich auch ein bisschen demotiviert. Denn da gibt es Kollateralschäden für die Wirtschaft, die enorm sind. Und +3% heißt keine Deaktualisierung des Themas, sondern die Sorge setzt sich fort. Also da beobachteten offenkundig die Österreicher sehr genau, was passiert. Und man sieht, dass es sehr zäh geht, dass große Unsicherheit herrscht und dass also enormer Druck auch von dieser Thematik auf die Wirtschaft ausgeht. Also Ukraine ist ein unendliches Thema, das sich fortsetzt. So, und dann fragt die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft auch die Stimmung zur Zuwanderung ab, nämlich wie bewerten Sie die Zuwanderung bzw. Migration nach Österreich? Wie läuft das derzeit? Eher positiv oder negativ? Ein ganz, ganz klarer Saldo für negativ. 55% der Österreicher, deutlich mehr als die, also eine deutliche Mehrheit, sagen, die Zuwanderung in Österreich ist derzeit sehr, also negativ. 31% sagen sogar sehr negativ. Das ist ein Wert, der sehr, sehr hoch liegt. Und nur 16%, wir bedenken, die Grünen haben 10%, die SPÖ hat 21% der Stimmen. Das heißt, da sind auch viele Grün- und SPÖ-Wähler, die die Zuwanderung negativ bewerten. Denn nur 16% bewerten die Zuwanderung positiv, Herr Professor. Ja, das ist deshalb auch spannend, denn da gab es viele Pressekonferenzen in letzter Zeit. Da wurde über Abschiebung diskutiert, Zahlen wurden präsentiert. Die Thematik Zuwanderung, das Problem Zuwanderung lässt sich offenkundig nicht mit Pressekonferenzen kleinreden. Es ist ungeheuer groß, 31% sehr negativ. Das ist ein Wahlthema und das wird ein Thema bei der Europawahl. Also hier brodelt es natürlich in der Bevölkerung und dieses Thema hat eine ungeheure Relevanz. Dann haben wir noch eine Frage zum Klimawandel jede Woche, nämlich wie beurteilen Sie die Veränderung des Klimas auf der Erde für Ihre persönliche Situation? Und da sagen 53% der Österreicher bereits negativ, wieder ein kleines Prozental mehr als letzte Woche. Nur 10% sehen die Klimaentwicklung positiv, also klarer Trend zur Angst, zu Befürchtungen, zur kritischen Situation, Herr Professor.
Zuwanderung wichtiger als Klimawandel aus Sicht der Österreicher, wenn man die Top-Box rankt. Aber auch Klimawandel natürlich eine Belastung und eine Verunsicherung. Also Klimawandel ist ebenfalls eines der großen Megathemen, die auf der Seele lasten. Und jetzt kommen wir mal zur letzten Frage, die das eigentlich alles irgendwie zusammenfasst und die eine Frage ist, die für viele Politikbeobachter, Insider und Politikwissenschaftler eine sehr relevante ist. Das ist eben diese klassische Bill-Clinton-Frage, nämlich: Können die Österreicherinnen und Österreicher ihren persönlichen Lebensstandard ihrer Meinung nach halten oder nicht halten? Also können sie das bisher Erreichte eher nicht halten, eher halten oder sogar ausbauen? Da müsste eigentlich, wenn die Regierung gut unterwegs wäre, eine Mehrheit für Ausbauen sein und nur eine kleine Minderheit für Nichthalten. In Amerika ist das auch so. Da gibt es derzeit eine Mehrheit für Halten und Ausbauen und eine Minderheit für Nichthalten. In Österreich ist die Mehrheit bereits ins Nichthaltenlager gewechselt. 51% der Österreicher sagen, wir können unseren Lebensstandard in Zukunft nicht mehr halten. Und das ist natürlich explosiver Sprengstoff für die nächste Nationalratswahl, insbesondere für diese Regierung, weil wenn die Mehrheit sagt, wir können das nicht mehr halten und nur 6% sagt, wir können es ausbauen, dann schaut es für Nehammer und die Grünen ganz, ganz schlecht aus. Da wird es viele Politikwissenschaftler sagen, das ist das Ende der Ära Nehammer, weil mit solchen Wirtschaftsdaten kann kein Kanzler dieser Welt eine Wahl gewinnen. Wie ist da Ihre Bewertung, Herr Professor? All diese düsteren Entwicklungen, die wir heute präsentiert haben, die Stimmungsveränderungen, die Summe dieser Stimmungen erzeugt den Eindruck von Substanzabbau in der Gesellschaft und von Wertverlust. Und das reduziert natürlich die Lebenszufriedenheit und die Glücksempfindung der Österreicher. Und dieses Substrat ist politisch ungeheuer gefährlich. Und die erste Testsituation haben wir am 9. Juni bei der Europawahl. Herr Professor, was glauben Sie denn? Kann die ÖVP, die ja eine Wirtschaftspartei ist und die ja regiert, die ja für diese Zahlen verantwortlich ist mit ihrem Kanzler, kann die trotz dieser Zahlen sowohl die Europawahl als die Nationalratswahl noch gewinnen? Oder sind sie schon so weit, wie so mancher Politikinsider, die sagt, der kann schon das Licht am Ballhausplatz abdrehen, der ist abgewählt? Also ich würde sagen, der 9. Juni, die Europawahl, die steht so unmittelbar bevor, dass sich hier keine relevante Veränderung mehr ausgeht. Das ist nicht zu schaffen. Was der Herbst bringt, ob da die Konjunktur sich neu präsentiert, ob es deutliche Early Birds gibt, die einen Aufschwung signalisieren und damit eine neue Lebenslage, ein neues Lebensgefühl, das lässt sich derzeit nicht sagen. Aber auch hier bin ich skeptisch. Also ich würde sagen, die ÖVP wird sich enorm schwer tun. Es ist praktisch unmöglich, das alte Ergebnis zu erreichen. Sie wird jene politische Kraft sein, die in Relation zur letzten Europawahl am kräftigsten verliert. Und die FPÖ wird aufgrund des Themensettings jene sein, die am stärksten zulegt. Also das scheint mir schon in Stein gemeißelt. Bei der Nationalratswahl, da gibt es noch einiges an Interferenz, aber auch hier sind die Rahmenbedingungen, ist vieles bereits auf Schiene und es ist es wäre ein Wunder, ein Osterwunder sozusagen, wenn der ÖVP da jetzt das Überholen noch gelingen könnte. Also wenn ich Sie zusammenfassen darf, Herr Professor, dann sagen Sie, die Nationalratswahl ist zu weit weg. Dazwischen könnten wir ja noch Fußball-Europameister werden und dann kann sich die Stimmung ja vielleicht noch komplett drehen, was weiß man. Aber bei der EU-Wahl, die ja schon in Sichtweite ist, wo wir nach Ostern nur noch 7 bis 8 Wochen Wahlkampf haben und wo eigentlich die Ausgangssituation klar ist, da sagen Sie, da läuft jetzt alles auf einen FPÖ-Wahlsieg hinaus. Kann man das heute so zusammenfassen, Herr Professor? So ist es. Wir haben wahrscheinlich eine Partei, die einen gewaltigen zweistelligen Verlust vermutlich einfährt. Das ist die ÖVP. Und wir haben eine herausfordernde Partei, die FPÖ, die ein sehr bemerkenswertes Ergebnis erzielen wird und die Nummer 1 wird bei der Europawahl. Also so schaut derzeit das statistische Datenwerk aus. Das sind derzeit quasi unsere Grundlagen. Und da glaube ich nicht, dass sich in den nächsten Wochen so viel verschieben lässt.
Und wenn wir Ihre Daten, die Sie uns heute präsentiert haben und die insbesondere im zweiten Teil so unglaublich spannend waren, wenn wir die noch einmal zusammenfassen, dann muss man sagen, es sind drei Themen, die die ÖVP derzeit buchstäblich umbringen und die die FPÖ wie mit einem Raketenturbo in die Höhe schießen. Das ist erstens die Zuwanderung, wo bereits deutlich mehr als die Österreicher sagen negativ, das muss geändert werden. Das ist zweitens die Wirtschaft, wo die Stimmung komplett im Keller ist und ein Bill Clinton sagen würde, nee, hammer, ciao, da hast du keine Chance mehr. Die Wähler wählen mit dem Geldbörsel und die werden dich abwatschen. Und das ist drittens die Teuerung, die einfach kein Ende nimmt, weil der Kanzler glaubt ja, sie ist längst vorbei. Nur die Österreicher sehen das ganz anders. Richtig, Herr Professor? Ja, und viertens würde ich noch sagen, das ist auch die Wahrnehmung von Demokratie und politischem Handwerk in Österreich, wo man sagt, ich habe das Vertrauen verloren, ich finde das nicht glaubwürdig. Das ist also auf einem Qualitätsniveau, das mir missfällt. Also auch hier im Image des Ganzen ist noch einmal eine ganz kräftige Turboladung, Treibladung drin, die sich negativ auswirkt auf die ÖVP. So, das war also die große Umfrage der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft, wie immer am Donnerstag, wie immer spannend, wie immer mit viel, viel Diskussionsstoff. Und dazu gibt es jetzt gleich unser Superduell, wenn ich das so sagen darf, das Duell, das Sie am liebsten haben, mit Peter Westenthaler auf der einen Seite, der diese Umfrage deutlich hinterfragen wird, weil er die FPÖ-Werte für zu nieder hält, und mit Josef Czap auf der anderen Seite, der das ebenfalls hinterfragen wird, weil er die SPÖ-Werte für zu nieder hält. Maria Rauch-Kallert fehlt heute, das heißt, den armen Karl Nehammer und seinen Desasterwert wird heute niemand verteidigen. Aber es wird spannend, denn jetzt kommt die große Analyse dieser Lazarsfeld-Umfrage, jetzt kommt die große Analyse vor allem der Parteiergebnisse mit Peter Westenthaler, mit Josef Czap und mit dem spannenden Wahlbarometer gleich nach der kurzen Werbepause.